Ich habe ihn nicht richtig gesehen. Okay. Hier gibt's auch kein Medikit. Saftladen. Ah, oh, Bürste. Muni und Granaten. Alles, was man braucht. Aber ich brauchte von nichts, verdammt. Aber geil, Medikit. Auf Klo. Alter, wie dreckig ist hier unter dem Waschbecken, ne? Aha, was haben wir da? Playmerk. Ja gut, das hatten wir schon mal gesehen. Die kenne ich schon, die Zeitschrift. Nein, das war hier. Irgendwo da lang müssen wir. Und wie sollen wir das anstellen? Hier durch? Hast du das gehört? Nee. Da ist er! Was zur Hölle? Sein Zug vor uns! Was? Wo? Sehe ich nicht. Jetzt ab! Was zur Hölle? Ich habe zu spät realisiert, dass da ein Schatten stand. Was zur Hölle? So, und nu? Muni, das ist nicht gut, wenn wir so viel Muni kriegen. Kommen Sie her, ich glaube, ich habe was entdeckt. Nun, das nenne ich mal Service. Ich übernehme das Steuer. Mit Vergnügen. Frau am Steuer. Na, ob das was wird? Seien Sie vorsichtig. Kriegers beste Männer bewachen die Labore. Ich wusste doch, dass da noch was kommt. Wir kümmern uns drum, Doyle. Ich melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Warum genau hat sie jetzt einen Gabelstapler mitgenommen? Für die Atombombe? Das kann sein. Okay. Ja, klar. Es könnte passieren, dass Sie mit Mutagen kontaminiert werden. Sie sollten entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Vorsichtsmaßnahmen? Sowas wie, während Sie eine Atombombe zünden, bitte nicht daneben stehen bleiben? Ich meine es ernst. Auf dem Gelände müsste sich ein Serum namens Z-Faktor 7 befinden. Dieses Serum war dort früher in Mengen vorrätig. Lassen Sie uns die Atombombe vorbereiten und danach das Serum holen. Was soll das hier werden? Ein schlechter Agentenfilm? Ihretwegen komme ich hier noch um. Okay. Du willst doch jetzt nicht... Tschüss. Okay, das reicht. Wir bringen das hier noch hinter uns und dann verschwinden wir von hier. Während Sie die Gegend sichern und den Aufzug holen, sollte Val die Bombe beschützen, Jack. War klar. Mist. Ich mag schnippern, wenn ich treffe und wenn das Ding nicht so wackelt. Effektiv daneben treffen mit Mammut LP. Ich! Haben wir alle? Na, da kommt noch einer. Ein Spätzünder. Lauf, du Narr. Na, mal gucken. Geht doch. Easy.
So, hier, Dingens und Dungens muss ich nachgucken, also Halbpanzerung und Medikit. Und denn da sind wir soweit voll. Ist ja schön, dass wir hier nochmal was kriegen, aber ausnahmsweise sind wir mal voll. Valerie ist soweit. Es dauert nur noch einen Augenblick, bevor sie eintrifft. Okay. Sie müssen auf Val warten. Ja, okay. Tucker, 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 Tucker. Ja, mit der Atom wollen wir erstmal gegen Leichen fahren. So keine Explosionsgefahr oder so. Nein. 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 Okay, Jack, sie ist da. Es kann nee. Losgehen. Danke, dass du mir sagst, dass sie da ist. So, und jetzt? Achso. Haben wir nicht was vergessen? Das nächste Tor wird verschlossen sein. Sie müssen es irgendwie öffnen, damit Val diese Sektion passieren kann. Ja, vielleicht erstmal mit Gabelstapler? Nein? Ah, würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt hier alle verpackt hätte. Zeigen Sie es denen! Mist. Und die Fahrstuhltastatur funkt natürlich hier so ein bisschen. Natürlich auch ganz super. Das heißt, wahrscheinlich die ist defekt. Nach oben fahren und Gabelstapler mitnehmen ist wahrscheinlich dann einfach nicht drin. Irgendwo werde ich gesehen. Da steckst du also. Das ist für dich. Wo? Ach, da oben. So. Du hast keine Chance. Alter. Einmal da und einmal da ganz oben habe ich dann noch einen gesehen. Komm schon. Und ich muss natürlich immer nachladen. Versteckst du dich etwa? Okay. Du bist tot, Mann. Nein, ich bin doch nicht tot. Ich habe nur keine Panzerung. Das ist ein Unterschied. Ihre Fashion-Sprüche, da ist der Hammer. Nimm dies! Was denn? Nimm zwei? Na, gehen wir gleich rein. War da nicht was? Nein. Dich mache ich alle! War da nicht was? Nein. Wer ist es? Keiner da. Wo ist denn hier der andere Beppo, der hier noch dich irgendwo liegt? Dich erledige ich! Jetzt ist er plötzlich irgendwo unten. Dich mach ich nieder! Oh. Wir haben Gesellschaft. Wo steckt der Kerl? Ich werde so sterben. Macht dir das Spaß? Sterben in 3, 2, 1. Boom, sie sind tot! Wo denn? Da! Na dann. Dann holen wir uns doch wenigstens mal eine Rüstung, oder? Haben wir hier zwei. Meine, die Dinger geben zwar nur immer jeweils 10 von 100 Kapazitäten, aber immerhin. Manchmal muss man nehmen, was man kriegt. Meistens ist das nicht so viel, aber hey. Problem ist ja auch, ne? Jetzt, der Fahrstuhl ist ja defekt, nach oben kommen wir nicht mehr, ne? Ihn aus. Ja. Na, und oben gab es ja noch hier ein Medikit. Das kriege ich natürlich nicht mehr. Ich sehe dich. Ich dich nicht. Ach da. Nimm das! Ich sehe niemanden. Ach da.
So, da unten läuft auch einer. Den sehe ich ausnahmsweise mal. Passiert hier nicht oft, dass ich was sehe, aber diesmal habe ich es gesehen. War mir nicht sicher, ob da hinten jemand steht. Ah, natürlich stand da jemand. Oh, ein Medikit hat er gedroppt, das ist ja nett. Das bin ich gar nicht gewohnt, so ein Komfort. Hier das Tor auf und dann will ich sehen, wie sie hier durchfährt. Gut gemacht, Jack. Sie haben es fast geschafft. Fast macht immer noch einen großen Unterschied. Die Frage ist jetzt halt wirklich, ne, wo nimmt sie jetzt hier die Atombombe wieder her? Spawnt die jetzt einfach da? Ja, sie ist einfach da mit ihr gespawnt. Okay, dann ist ja gut. Ich dachte schon, wir haben das Spiel verbuggt. Aber nein, zum Glück nicht. Das hätte mich jetzt auch ein bisschen angekotzt. Und jetzt war noch irgendwie das Tor, ja? Ich dachte, ich muss ihn See rumholen. Wahrscheinlich müssen wir es auch noch. Ich. Was war das? Sie haben Schilde, die Schweine. Sie haben Schilde. Lade nach, bitte warten. Da zeigen Sie es denen. Granate, hier, habe ich euch gezeigt. Vorsicht, da hängt jemand an uns dran. Ja, ich sehe das. Nimm das. Was denn? Ach, da steht doch einer. Siehst du? Siehst du? Dachte erst so. Nö, ein Stück. Seid vorsichtig, da hängt jemand an uns dran. Also an das hier für einen Weitwurfversuch. Hier liegt ein bisschen Rüstung, hier ein kleines Medikit. Nehmen wir doch mal alles mit. So, und hier das Tor muss ich aufmachen, ja? Easy. Ist das das Tor zur Muttergegenkammer? Nein? Vielleicht? Okay. Wieso glaube ich, muss hier gleich erst lang? Fährt er doch recht ordentlich, wenn ich nicht am Geschütz sitze. Was ist das für ein Ort? Zu diesem Bereich der Anlage hatte ich keinen Zutritt. Von dem, was ich aus den Datenübertragungen weiß, hat Krieger dort Experimente der Stufe 3 durchgeführt. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, ist Krieger unter Zeitdruck geraten. Er hat sein Trigenserum in alle möglichen lebenden Objekte gespritzt. Na dann. Du musst auch da Tasten drücken, ne? Vom Angucken wird's nicht. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Doyle, wir sind im Labor. Okay, Zeit fürs Gegengift. Suchen Sie eine rote Kiste mit einem Warnsymbol. Was? Ich hasse Spritzen. Sie werden eine tolle Mutantin. Spritzen Sie es in den Hals. Wie romantisch. War schon schlimmer. Los, gehen wir. Ach so. Okay, geben Sie mir Deckung, während ich das Ding scharf mache. Beeilen Sie sich, wir haben Besucher. Mehrere. Ich krieg euch alle, ihr Schweine. Siehst du, die werfen auch mit Granaten. Alter. Kommt einer um die Ecke, ne? Boom, tot. Ich liebe es.